Verzicht ist für mich kein Weg. Klima muss mit Innovationen verbessert werden und diese ganze Verbotsdynamik bringt uns genau zum Gegenteil. Wir wollen ja nicht zurück in die Steinzeit, sondern wir wollen in die Zukunft. Da muss ich ihm recht geben mit dem Wort Zukunft und dass wir innovativer werden müssen. Oh, Gott forbid. Wer ist das? Derselbe Typ? Ah. Ich bin Julian Backhaus, ich bin Unternehmer. Ich habe ein Problem mit dieser Klimahysterie. Ich glaube nicht, dass Panik uns dabei hilft, bessere Entscheidungen zu treffen. In dem einen Tag sind wir in der Redaktion, müssen die nächste Ausgabe planen. Am nächsten Tag bin ich in Berlin und treffe mich mit einem Prominenten, den wir für unser Heft shooten. Am nächsten Tag halte ich einen Vortrag, ob in München oder in Stuttgart oder in Frankfurt. Frankfurt! Nach dem kurzen Einblick wäre das für mich so eine Person, die würde ich auf der Straße der würde ich nicht mal helfen. Hab aber nie in Frage gestellt, ob jetzt irgendwelche klimatischen Entscheidungen oder sowas gerade von mir als Einzelperson sowieso irgendeine Auswirkung hätten. Auch als Einzelperson kann man durchaus was ändern. Es gibt andere, die sind bereit, aus eigener Motivation heraus auf irgendwas zu verzichten. Ich will es ihm nicht verbieten zu verzichten, ich will mir aber auch nicht anhören, dass ich mir einschränken soll. Der will sein Leben leben, gut ist. Ja, solange es schadet niemandem, aber es schadet niemandem, weißt du, das halt nicht. Ich habe zum Glück kein schlechtes Gewissen dabei. Ich bin ein großer Komfortfan. Ich bin tatsächlich auch so ein Mensch, ich bin sehr gemütlich. Wenn ich zum Beispiel jetzt dran denke, soll ich Bahn fahren, soll ich Auto fahren? Ich steige auch lieber ins Auto. Julian Backhaus ist der Klimaschutz egal. Mir ist Umweltschutz sehr wichtig und ich will, dass wir eine saubere Luft haben und sauberes Wasser haben und alles, was dazu gehört. Ich glaube aber nicht, dass ich durch mein Verhalten irgendeinen Ausschlag entweder in die eine oder in die andere Richtung mache. Also, wenn das jede Person so sieht, ja, ich als Einzelperson kann ja nichts unternehmen, ja, dann kann das nichts werden. Wir sind heute per Zug hierher gefahren. Nicht im Privatjet. Nee. Ich bilde mir ja immer noch ein, dass ich Arbeitsplätze schaffe, dass ich Gewerbesteuer in meiner Gemeinde zahle, dass ich karitative Projekte unterstütze. Das kann ich ja alles, weil ich als Unternehmer aktiv bin und weil ich etwas tue. Aber jemand, der sich einfach nur irgendwo festklebt, der ist ja im wahrsten Sinne des Wortes stehen geblieben. Er will sich nicht einschränken lassen. Das ist halt, er verteidigt seine Welt, so wie sie ist. Ich bin ja auch gerade irgendwie so meine Unternehmung am Gründen. Und ich denke mir auch, wenn ich da was mache und tue und irgendwann größer bin, dann kann ich ja viel mehr Einfluss nehmen. Aber es ist ja irgendwie so, als würde der in einem Vakuum leben. Es gab tatsächlich diese Protestaktion auf dem Schiphol Airport in Niederlande, wo Privatjets sozusagen gekapert wurden und da haben sich dann Klimaaktivisten vor festgekettet. Deswegen habe ich spaßeshalber mir aus dem Büro so eine Pappe mitgenommen und habe da mit Edding drauf geschrieben, also fuck you last gen, weil ich das einfach albern finde. Das ist aber auch albern. Ja. Mit dem Schild, mein Lieber. Kannst deine Meinung an dem Punkt gerne für dich behalten. Er hat mit der Sache eigentlich nichts zu tun. Beeinträchtigt werden immer nur die Leute, die wirklich zur Arbeit müssen. Und er macht da so einen großen Heckmeck drum. Also der dürfte sich das gar nicht erlauben. Muss man dann gleich andere Methoden so verurteilen? Mhm. Julian, no front. Klimaaktivisten sollten lieber etwas erfinden, im Zweifel dann verkaufen, sodass wir alle davon profitieren können. Aber wir profitieren von einer heilen Welt, oder nicht? Die politische Freiheit versuche ich, ein bisschen Aktivismus zu betreiben, dass wir eben nicht in diese Verbotsmentalität abdriften, sondern dass wir dieses freiheitliche Leben, so wie wir es uns ja erarbeitet haben, dass wir das fortführen und dass wir das auch verteidigen. Ich bin auch ein Mensch, ich sage, Freiheit und Vielseitigkeit ist super wichtig. Zum Beispiel diese extremen Klimaaktivisten sind nur einer einzigen Meinung und alles andere ist falsch. Alles andere wird nicht toleriert, ist falsch. Die reichsten 1% schaden dem Klima doppelt so stark wie die ärmere Hälfte. Das, was ich tue, schadet niemandem auf der Welt. Es gibt sicherlich Emittenten, die wirklich große Budgets zu verantworten haben, wo man darüber diskutieren kann. Sicherlich dann mit Klimawissenschaftlern und so weiter. Aber ich, wenn ich von A nach B fliege, tue niemandem etwas Schlechtes damit. Ja, das ist halt Quatsch. Also da gibt es ja auch Statistiken zu, die obersten 1% machen extrem viel Umweltschäden. Ich bin auch gerne mit dem Flugzeug, wenn ich zum Beispiel ins Ausland muss, unterwegs, weil es schneller geht. Es geht nicht mehr um Verzicht, sondern es geht um Extravaganz und es geht darum, dass er irgendwie seinen sehr, sehr hohen Lebensstandard, den wir alle irgendwie nicht teilen. Es ist albern, überhaupt Privatjets für die Klimaverschmutzung verantwortlich zu machen, weil der prozentuale Anteil am Gesamtbudget so unglaublich verschwindend ist. Ja, ist halt ignorant. Schon wieder. Ich würde mein Leben nicht radikal ändern, um irgendjemandes Ziele gerade zu erreichen. Ich hoffe, dass wir radikal mehr an der Innovation arbeiten.
Ich glaube, die nächsten Jahre werden uns alle überraschen. Wegen der technischen Fortschritte, die wir gerade machen, werden wir in 5 Jahren eine komplett andere Welt haben. Wahrscheinlich schon eine mehr oder weniger klimaneutrale. Alles wird besser sein. Wake up, Julian, wir sind im 21. Jahrhundert. The Last Generation heißt nicht ohne Grund so. Also ich würde ihm sagen, oder mehr Zug zu fahren und das Ganze publik zu machen, damit andere Leute das auch sehen und das vielleicht dann auch so umsetzen. Mein Name ist Robert, ich bin 31 Jahre alt. Wenn ich auf den Klimawandel blicke, habe ich Existenzängste. Aber als Dorfkind kann ich auf bestimmte Dinge nicht verzichten, wie zum Beispiel auf das Auto. Es wurden jetzt Leute befragt von 25 bis 34, ne? Also das will deine Generation fürs Klima ändern. Die Flop-3-Maßnahmen. Es überrascht mich nicht, dass da so wenige sind, weil es ist halt das Extrem. Ganz ehrlich, so illegale Aktionen oder diese Extremsituationen wie Festkleben oder Denkmale vernichten, das löst doch nur noch mehr Wut aus. Wenn ich halt an Politik denke, denke ich an ein behäbiges, langsames Konstrukt. Die Generation ist eher desillusioniert und erkennt, ja, irgendwie, dass das viel Kraftaufwand. Und ich selber war auch in einer Partei, da habe ich einfach selber gemerkt, irgendwie, das hat kaum Frucht gebracht. Nee, ich war selber noch nicht demonstrieren. Wir alle wurden da total sensibilisiert. Deswegen, also da hat Fridays for Future total viel Frucht gebracht. Nur sind die Gesetze immer noch die gleichen. Ich bin die Eileen, ich bin 21 Jahre alt. Ich habe schon fürs Klima demonstriert, aber jetzt schaue ich, wie ich eher im Alltag radikaler werden kann. Ich bin Zion, ich bin 26. Ich glaube, ich tue schon recht viel fürs Klima. Ich würde gerne neue Wege finden, wo ich in meinem Leben radikaler verzichten kann. Ich bin Chris, ich folge Jesus nach und ich will mehr Menschen, mehr wie Jesus, ne? Dass ich, aber auch mein Umfeld, sich mehr an ihm orientiert, weil er war meiner Meinung nach der größte Umweltschützer aller Zeiten. Wer sind eigentlich meine Vorbilder? Sind es meistens radikale Personen, die wirklich für etwas stehen und auch diejenigen, die Veränderungen bringen, weil sie Aufmerksamkeit erzeugen? Ich bin gespannt. Oh Gott, verbitte. Im Rahmen unserer Weltreise haben wir über 86 Länder bereist, hunderttausende Kilometer in der Welt irgendwie hin und her gejettet. Aber am Ende des Tages ist Nachhaltigkeit und Reisen dennoch uns absolut wichtig geworden über die letzte Zeit. Genau, beispielsweise kompensieren wir den CO2-Abdruck unseres gesamten Unternehmens. Wir haben eine nachhaltige Fashion-Brand, wo wir einfach Plastik aus dem Meer zu nachhaltiger Mode recyceln. Deswegen versuchen wir tatsächlich auf täglicher Basis einfach die Balance zwischen Reisen und Freiheit und auch Klimaschutz zu finden. Ist das jetzt schon vorbei, das Video? Diese Kompensationssache, ah, meine, nein, I don't know. Ich finde es gar nicht mal schlecht, wenn man sein Gewissen beruhigt. Das sagt ja auch irgendwas aus, wenn du, du willst so ein bisschen flüchten aus deiner Realität. Ja. Oh, Deutschland ist zu langweilig, ich will reisen. So. Sag dann zum Beispiel, alle 3 Jahre fliege ich dann mal weg. Ist für mich dann ein Highlight in meinem Leben. Also wenn Sie alles wirklich so machen, wie Sie sagen, super. Wenn ich mal wegfahre, dann ist das eigentlich nicht weiter als 4 Stunden mit dem Auto. Hä? Warst du schon mal im Wald und warst du ohne Handy da? Hast du schon mal geguckt, ne, was um dich herum passiert? Gestern waren wir spazieren. Die Vögel, Alter. Seine Gegend kennt man halt irgendwann. Ja, so ein Grand Canyon, den gibt's halt nicht bei uns in der Gegend. Ne? Ich muss wirklich zugeben, müsste ich jetzt fürs Klima komplett aufs Reisen verzichten. Also mir wird selber, glaube ich, nicht gut gehen. Ich fände es super traurig. Und manchmal denke ich sogar so, eigentlich muss ich jetzt noch machen, bevor es vielleicht wegen solchen Sanktionen so teuer wird, dass ich gar nicht mehr machen kann. Swipen wie auf Tinder. Links, nein, rechts, ja. 1, 2. Next, ja. Also wenn ich das sehe, wenn ich da jetzt leben müsste, um Gottes Willen. Baumhaus bauen, hallo, Baumhaus bauen. Okay, ja. Im Wald, wenn es okay ist für den Förster. Kindische Reaktion meiner Meinung nach. Der fährt halt gern dickes Auto. Love you, Greta Thunberg. Ja, ist so, love you. Her. Also warte mal, jetzt nach links. So. Ich sehe ja keinen Sinn, gerade sich an das Bild anzukleben. Bisschen von beidem. Auch da wieder Aufmerksamkeit. Aber auch sowas Geschichtliches sollte halt nicht beschädigt werden. Also überhaupt das Radikale ist nicht so mein, wäre nicht so mein Weg. Radikal heißt ja eigentlich nichts anderes als gründlich. Ah, sie hat verstanden. Wenn man das so sieht, das Wort, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass es mir ziemlich wichtig ist, radikal zu sein. Ich bin Maria. Ich war für den Klimaschutz im Gefängnis und ich würde es wieder tun. Ja, das ist krass. Kann ich nicht verstehen. Ich finde diese radikalen Einstellungen so schrecklich. So ein bisschen dieses Märtyrer-Sein. Bei der letzten Generation bin ich seit Anfang Oktober und habe regelmäßig blockiert, zum Beispiel eine Pipeline abgedreht. Ich war dabei, als ein Feueralarm ausgelöst wurde im Bundestag. Wenn ich höre, ich bin die letzte Generation, sterben wir danach alle? Was bedeutet das? Und ich bin dann
letztlich auch nach München ins Gefängnis Stadelheim gekommen und war dort eine Woche inhaftiert. Krass. Ich finde, sie schadet den Klimaschutz, weil sie einfach so viel Wut und Provokation in Leuten auslöst. Aber andererseits glaube ich, dass man auch nicht alle Menschen mit so seidenen Handschuhen anfassen muss und sagt so, ah ja, by the way, das Klima ist auch schlecht für dich. Ja, ist so. Man guckt sich natürlich auch so ein bisschen um, wie es den anderen in der Blockade geht. Es kam ja auch schon vor, dass teilweise dann Leute aufgefahren sind. Okay, dass Leute auf dich draufgefahren sind, finde ich jetzt krass. Sie schützt mich nicht, indem sie mich aufhält, zur Arbeit zu fahren. Wie so ein kleines Kind, was dann stur ist und sagt, nö, ich habe jetzt erst recht keinen Bock mehr. Auf der anderen Seite bin ich halt wieder auf dem Punkt, dass man halt Aufmerksamkeit erzeugen muss, weil sonst passiert halt nichts. Und ich glaube, so sind auch Leute, die werden provoziert, dann sagen die jetzt erst recht nicht, ich scheiße jetzt aufs Klima. Wir sehen, bei Fridays for Future waren in besten Zeiten 1,4 Millionen Menschen auf der Straße. Das hat dann letztlich zu einem verfassungswidrigen Klimaschutzpaket geführt. Hier beim Protesttraining üben wir jetzt, wie man in einer Blockade dann von der Polizei weggetragen werden kann. Das habe ich noch nie gesehen, dass das geübt wird. Wie die da weg. Also ich hätte jetzt niemals gedacht, dass Klimakleber sich so extrem vorbereiten. Wichtig ist, dass man selber erstmal Ruhe ausstrahlt. Und wenn man selber da so ein Nervenbündel ist, dann macht das den Autofahrer auch eher noch aggressiv. Das stimmt. Jetzt gehen sie weg! Wie lustig. Ich meine, wir sind die Autonationen schlechthin. Und ich denke, davon müssen wir auf jeden Fall wegkommen, von diesem Gedanken, dass wir ewig mit dem Individualverkehr durchkommen können. Nee. Es geht nicht. Ohne Auto wäre ich oder wären wir aufgeschmissen. Individual, hat sie gerade Individualverkehr gesagt? Ja. Ey, deswegen Fahrgemeinschaften, ja. Es ist halt nun mal so auf dem Dorf, dass der nächste Bahnhof 16 Kilometer weit weg ist. In der Öffentlichkeit geben sie sich als Klimaaktivisten, aber privat fliegen sie um die Welt. Das kann man natürlich kritisch sehen, dass gerade Klimaaktivisten sich in Flieger setzen. Andererseits muss man halt auch sehen, dass Klimaaktivisten auch Menschen sind und wir sind alle nicht perfekt. Ja, aber die verlangen von uns so, dass wir dann weniger fliegen sollen. Das ist so, als ob ich meinem Kind sage, rauch nicht, aber vor meinem Kind eine Zigarette rauche. Unser Eins fliegt schon gar nicht mehr. Was ist das denn für eine Vorbildfunktion? Die klebt an der Straße. Wieso, ich sag doch. Ah, ich dachte, aber was da steht, Leben beschützen, gell? Ich unterschreib's komplett. Wenn diese Form des zivilen Ungehorsams, wenn die nicht funktioniert, dann sind bisher alle Protestformen gescheitert. Wenn man sich so machtlos fühlt, wenn man wieder sagt, ja, das ist die Schuld von der Bundesregierung oder von Großkonzernen oder von einzelnen reichen Menschen, dann was hat man da noch übrig, gell? Was kann man da noch machen? Ist zivil Ungehorsam. Und das Einzige, was da noch bleiben würde, ist eben wirklich Gewalt. Aber jegliche Taten, die gegen die körperliche Unversehrtheit anderer gehen, würde ich auf jeden Fall nicht durchführen. Und das finde ich auch ganz gefährlich. Dann wären wir halt bei Klimaterrorismus und das darf auf gar keinen Fall passieren. Ich finde, da nimmt sie so dieses Joch auf sich, dass sie die Retterin, die jetzt da mit ihrer Gruppe einsteht für uns alle und das kann sie aber nicht. Also es ergibt einfach gar keinen Sinn. Die Aktionen der Klimakleber sind keine Demos, sondern organisierte Straftaten. Und ja, Stand jetzt sind unsere Straßenblockaden in vielen Fällen rechtswidrig. Es gab ja bisher sehr wenige Freisprüche. Warum gab es da überhaupt Freisprüche? Ich habe für die erste Blockade eine sehr hohe Geldstrafe bekommen. 881 Euro waren das. Das ist erstmal sehr schockierend, wenn man diesen Briefumschlag öffnet und da diese Zahl sieht. Ich weiß natürlich, dass solche Dinge vermehrt auf mich zukommen werden, eben weil jetzt noch viele Strafbefehle noch ausstehen. Das ist es auf jeden Fall wert, weil es geht um nichts Geringes als den Schutz unseres Lebens und den Schutz zukünftiger Generationen. Ich kann mir bessere, wie gesagt, bessere Arten und Weisen vorstellen, unsere Generation zu helfen. Der Dialog wird zwar angefacht, aber irgendwie der Hate und der dieses Klima-Dings, lass doch einfach alle unser Leben genießen, ne, wird dadurch irgendwie eher noch. Ich weiß es nicht. Das ist schon sehr beeindruckend, dass man das halt trotzdem macht und darauf scheißt. Ich bin Erik, bin 30 Jahre alt. Ich weiß, dass ich was tun sollte, dass es auf lange Sicht um Leben und Tod geht, weil ich es selber erlebt habe. Aber ich bin dann zu bequem, was zu ändern. Also die Situation im Ahrtal hat mir halt nochmal selbst spüren lassen, was es bedeutet, wenn Klimawandel halt extrem wird. Auch wenn ich jetzt nicht selber mein Haus verloren habe, habe ich im Schlamm gestanden, habe da meinen Freunden geholfen und halt auch ganz vielen Leuten, die da drumherum waren, die nichts mehr hatten auf einmal. Und dann hast du mal gesehen, was für eine Kraft die Natur hat. Wenn jeder irgendwo einsieht, man muss was tun und allein schon drüber nachdenkt, dann ändert sich auch was.